So, Leute, also ich zeige euch heute mal, heute, wie ihr euch einfach selber eine Trommel bauen könnt. Aus so einem hübschen kleinen Karton, ne? Jetzt gerade zu den Zeiten bekommt man ja so viel gesendet, weil man gar nicht in den Laden gehen kann. Und ja, und einige von euch haben ja zu Hause gar keine Trommel. Und damit ihr auch schön trommeln könnt, baut ihr euch einfach aus einer Kiste selber was, ja? Ich zeige euch einfach, wie es geht. Yes? So eine Anregung. Ihr könnt natürlich eure eigenen Ideen verwenden. Alright? So, ihr habt es gesehen, ich habe es mal im Schnelldurchgang laufen lassen. Jetzt ist sie fertig. Das ist in der Mitte der Streifen, der ist dazu da, dass es nicht so durchwappelt, ja, nicht so weich ist, ja. So, und jetzt habt ihr eure Trommel. Unten das habe ich hier so reingesteckt, ja. Das könnt ihr natürlich auch noch festkleben, wenn ihr das wollt, ja. Ich habe gemerkt, wenn es zu ist, klingt es bei der nicht so gut. Deswegen habe ich es einfach unten offen gelassen. Das macht ihr eure Beine, das Ding drauf und ab geht's, ja. Du hast hier im Prinzip so ein bisschen Bass hier in der Mitte. Und hier am Rand, ja, das hier, ist ein bisschen höher vom Sound. Ja. Das ist es. So, das war mein kleines Trommelbauvideo. Ich erwarte jetzt von euch, dass ihr auch so ein Ding baut. Ja? Und dann will ich es sehen. Und dann werden wir zusammen ein bisschen trommeln. Dann machen wir darauf ein paar Echo-Sachen. Ja? Das Schöne ist, du hast natürlich auch hier an der Seite noch einen ganz anderen Klang. Ja? Bis bald.